Ich bin Stefan Greul, genau aus Regensburg und genau. Ich war verheiratet, habe daraus zwei Kinder, eine Ziehtochter, eine leibliche Tochter, 11 und 19. Und habe halt dementsprechend auch schon meine Erfahrung. Genau. Bin beruflich noch, wie gesagt, im Verkauf, Vertrieb, bin aber nebenbei im Coaching-Bereich tätig, aufbauend jetzt eben Kinder- und Jugendcoach. Und das Interessante an der ganzen Sache ist einfach, weil man bei den Kindern, bei den Jugendlichen zusammen mit den Eltern einfach was verändern kann, beziehungsweise eben auch gerade in der heutigen Gesellschaft, was ja sehr wichtig ist, den Kindern einfach auch Werkzeuge an die Hand zu geben, in der Gesellschaft auch zu bestehen dementsprechend, ja. Es findet Veränderungen statt, egal in welchem Prozess wir uns ja auch alltäglich befinden. Wir verändern uns ja jeden Tag, egal ob unbewusst oder bewusst. Ja. Und in dem Fall, weil wir neue Methoden lernen, weil wir einen Mentor vorne stehen haben, der auch sehr erfahren ist, der auch sehr authentisch wird, uns das Ganze auch nahe bringt und somit wir auch natürlich auch sprießen vor Begeisterung, weil wir natürlich dann auch begeistert sind von dem, was uns erzählt wird, von dem, was uns an die Hand gegeben wird. Ja. Und das macht in mir natürlich, dadurch dann auch wachse, selber auch Themen da lassen kann, selber auch Glaubenssätze eventuell umändern kann, neue Glaubenssätze, ja, was ganz wichtig ist. Ne. Macht das sehr viel mit mir und auch sehr viel unbewusst. Ne. Ja, es ist ein eigenartiges Gefühl, es ist ein ungewohntes Gefühl, es ist das Gefühl von, ja, fallen lassen. Einfach cooler Typ da vorne, ja. Ich habe so die Assoziation eben zum Kinder- und Jugendcoach, das ist alles nicht so steif, sondern er bringt einfach so dieses kindliche, jugendliche manchmal einfach so mit rein, diese Leichtlebigkeit, diese Leichtläufigkeit, es ist alles gar nicht so schlimm, ja, es wird immer nur heiß gekocht, zu heiß gekocht, ja, aber ist es auch gar nicht, ja, wir merken es ja selber dann auch in der Praxis, wenn wir die Übungen machen, ab dem zweiten Mal ist man wesentlich lockerer, ja, weil man einfach weiß, hey, so schlimm ist es doch gar nicht. Also es erfüllt mich auf jeden Fall schon mit Freude, da auf jeden Fall reinzugehen und sagen, ja, geil, das ist das, was ich möchte und ich freue mich auf jede Stunde hier, die ich hier verbringen darf. Ja. Ich finde das genial, ich finde Daniel super klasse, er ist anders und das gefällt mir. Mir gefallen Menschen, die anders sind. Mir gefallen Menschen, die sich nicht nach dem Mainstream orientieren, nicht zu sehr nach der Masse orientieren, sondern ihr eigenes Projekt entwickeln, ihren Charakter hineinbringen, ihre Stärken, ihre Fähigkeiten nach außen zeigen und sich nicht zu sehr vom Außen her beeinflussen lassen, sondern ihr Ding durchziehen. Und Daniel hat einfach eine Vision, er hat eine Philosophie daraus entwickelt, ja, und er geht einfach seinen Weg. Ja. Und das ist das, was mir an Menschen gefällt wie Daniel, dass er einfach seinen Weg geht, weil ich auch so einer bin. Ich lasse mich auch nicht von außen beeinflussen, sondern ich gehe meinen Weg. Ich tue das, was ich für richtig halte. Und ich weiß, dass das der richtige Weg ist und ich auch das richtige Konzept habe. Ja? Und die Partnerschaft auch, ja, mit IPE. Und das ist einfach ein grandioses Gefühl. Und ich kann mich da auch auf jeden Fall identifizieren, ja? Weil ich in vieler Hinsicht genauso denke wie er. Ja? Und ich auch meinen Weg gehe.